Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ASA. In dieser Folge werden wir die ersten stärkeren, hübschen Dinos tamen und ich werde wahrscheinlich meine kompletten Spielzeit in Ark die schönste Base bauen, die ich je gebaut habe. So rein von der Optik. Es wird auf jeden Fall sehr gemütlich. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Hübschi. Mir fällt gerade auf, ich kann ja gar keinen Lödi mitnehmen oder so, weil der Archie. Oh, Level 62. Wir haben nicht mal das Level für den Archie. Ah, der sieht aber richtig cool aus, oder? Weil der hat wirklich so komplett weißes Fell. Fell, sag ich schon. Federn. Okay, also am liebsten würde ich jetzt nochmal zu dem kleinen Spot machen, wo wir eben waren. Das Metal einsammeln und dann einen Archie reinpacken und dann machen wir zur Atollinsel. Hab's. Cool. War jetzt ein bisschen lucky. So, schön. Hat 500 Weight. Und wenn wir skillen, kriegt er 70 dazu. Ist okay. Erstmal. Okay. Dann fliegen wir zur Insel. Hinten ist ein roter Beacon. Ah, den kann ich noch gar nicht aufmachen. Kriegt mir voll los reinzuspringen. Den wollen wir haben, Leute. Ja, haben wir nochmal das mit rein. Holen den später ab dann. So, okay, dann sind wir wieder in unserem neuen Zuhause. Sehr viel haben wir jetzt nicht geschafft. 130er viel mehr, dann können wir breeden, wenn wir den haben. Ich bring mal eben den Archie zu mir. Da ist ein Enki. Den nehmen wir auch gleich noch. 15, aber ist egal, ist erstmal besser als nichts. So, und hier wollen wir auch mit den anderen Leuten ein schönes Dorf aufbauen. Und hier wohl nicht. So, dann lassen wir eben den Female noch versuchen. 30. Ich glaube, sie will auch jetzt landen. Ich gehe auf Nummer sicher. Den Enki nehmen wir auch gleich mit. Er ist halt low, aber wahrscheinlich trotzdem besser als. Moment, das sind 2. 15. Ihr zwei passt zusammen, ne? Gelbe Beacons kommen hier runter. Das ist ja geil. Cool. So, der ist auch fertig. Das heißt, wir können jetzt breeden, Leute. Mating. Ich baue mal was, was uns das Leben erleichtern wird in Zukunft. So, Leben vereinfacht. Kommt hier nicht hoch. Jetzt. So, da ist er. Bitte Female. Leider Male. Mit Duration ist noch komplett falsch eingestellt. Die werden viel zu schnell groß. So, das ging fix. War sehr stubenrein. Auch die Pubertät fand ich jetzt nicht ganz so schlimm. Stell mir die eine Forge erstmal hier hin. Ey, sogar die Truhe jetzt, ne? War gerade. Da hat die aufgehört, weiter sich zu bewegen, die Forge. Also die hat sich jetzt an die Wand und an die Truhe automatisch geschmiegt.
Na? Hallo. Kirali sieht auch wieder herzallerliebst aus. Du hast dich echt richtig ausgetobt, oder? Ja. Ich bin wunderschön, oder? Ja. Ich bin wieder ein richtiger T-Rex. Okay, warum habe ich die Betäubungspfeile? Aha, ich weiß warum. Hier ist nämlich ein 115er an Kühler. Das sieht übrigens cool aus. Muss ich mal angucken. Ja, nicht? Kannst du übrigens dann einfach einen Kilo nehmen von den anderen. Ich habe auch hinten noch einen 75er getamed. Kannst auch Doppel-M drücken? Ah, hier kann ich die Map noch bewegen. Tote, Players, Dinos, Waypoints, Pings. Okay, das ist ziemlich geil. Und hier kann ich jetzt auch Wegpunkte platzieren dann, ne? Mit Koordinaten und so. Okay, das ist gut. Dann nehme ich das zurück mit, dass ich die alte Map besser fand. Also ich fand die immersiver, aber das ist natürlich schon ziemlich nice. Ich mache mir jetzt mal eine Flak-Chest. Ich will jetzt sehen, wie die aussieht. Stellen wir uns mal ans Licht. Das Mausrad hat nicht mehr so viel Power wie früher. So. Das ist die Flak. Also man könnte jetzt sagen, sie sieht genauso aus wie früher, aber tatsächlich sind da so Gebrauchsspuren drauf, so vorne. Das sieht irgendwie ganz geil aus. Würde ich am liebsten mal noch näher ran, aber ja. Und die glitzert, schaut mal, wenn die Sonne drauf... Okay, das sieht cool aus. Aber Gili ist besser, also die, die ich gefunden habe. Deswegen sind wir wieder in Grashalm. Ah nee, nicht den Busch wegmachen. Stimmt, den wollte ich mal behalten. Uiuiui, das war knapp. Krass, man kann Fotomodus auf dem Surfer jetzt machen. Okay, das ist heftig. Irgendwie ist gerade bei mir die Hölle los. Also zumindest jetzt so PvE-Surfer ist geil. So, lass mal den einen Enki noch holen. Soll ich ihn hier finden? Okay, ich hab ihn. Da ist er. Also Enkis haben wir erstmal ein paar. Steini, let's go. Sattel drauf. Let's go. Können wir den Parasaurus hauen aus Spaß. Einfach mal gucken, was sie an Schaden machen. Boah! Okay. Moment. Können wir mit dem das Gras niedriger machen? Bilde ich mir ein, oder? Also hier ist es jetzt so hoch. Also ja, die Fahne und so, die gehen weg. Also hier ist das Gras jetzt so hoch. Ich hau da mal hin. Also ein bisschen was geht weg. Wild. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir irgendwie auf die Wiese stutzen. Und das finde ich irgendwie ganz geil. Ich überlege halt nur, ob ich einen Terry noch tamen will. Irgendeinen 30er Terry oder so. Damit könnte man... Oder Biber. Stimmt, Biber wollten wir. Ja, vielleicht machen wir erstmal Biber. Okay, Leben gehen wir nach oben. Heizen wir uns mal richtig auf hier. einfach mal alles voll mit Fackeln und Lagerfeuer und Pelz an, Alter. Ja, ich friere. So, dann holen wir mal einen Biber. Also ich weiß, dass irgendwo an der Grenze vom Redwood gibt es einen Biber-Sport. Da ist auch ein Biberdamm. Da ist auch sogar mal ein Biber. Sehr schön. Sitter. Also das, die Stelle meinte ich, glaube ich. Für 5. 145. Uiuiui. Ist das der gelbe? Großes Glück. Ich hab gesucht. Okay, das ist der gelbe. So, mal gucken, ob die Trap funktioniert. Und das sieht aber gut aus. Ist hübsch. Okay. Willst du den eben angucken? Willst du mal vorbeikommen? Ja. Ja, voll niedlich. Der ist orange. Ja. Ja. Oh, auf dem Streifen. Genau. Auf dem Pupser. Au.
Hast aber ein langes Rohr. Das sieht vor allem krass aus, weil ich nicht so groß bin. Alter. Du bist vor allem, du bist größer als ich trotzdem, ne? Aber es können auch die Haare sein, keine Ahnung. Ich bin ja auch ein T-Rex. Ja. Achtet auf die T-Rex-Arme, Leute. Nice. Sehr gut. Ja, die Karotte genommen. Und das hat 8% gebracht. Oder so 7. Also so 50% mehr als Macho. Ah, cool. Ja. Ich habe irgendwie direkt vor meiner Hütte einen Stego-Spawn. Ja, auch hier Pontos, Rave-Party, ganze Zeit Nachbarschaft. Ja, brauchen da mal irgendwie ein Spino-Rex, irgendwas, dass wir die wegbeißen können. Okay, dann kannst du mir gerne mal deine Base sagen. Hier hinten, hinterm Haus. Hier halte ich meine Fliegen. Für die Beete. Und deswegen riecht es bei mir im Haus nicht so schön. Ja, aber hier stinkt's. Trotzdem okay. Ich habe einen Kühlschrank. Also du hast zumindest, du hast vor allem ein Dach, ne? Im Gegensatz zu mir. Ja. Ich habe einen Kühlschrank, also ein Preserving Bin und ein Bett und einen Schrank. Sehr gut. Eine Forge. Ja. Und eine Forge. Ist schon richtig viel passiert hier. Ich finde es halt von außen gerade, sieht das ja cool aus. So mit den Palmen im Hintergrund und so. Ja, die haben, glaube ich, die Range erhöht, wie der hittet. Habe ich das Gefühl. Den Bronto. Aber hier das Silberne, da ist Metal. Ich frage mich, ich konnte die Witch Notes noch nicht so richtig unterscheiden. Nur hier was überlegen. So diese, wenn das so ein halber Meter mehr wäre, ne? Kann ich den Snap nochmal ändern? Ah. Können wir hier eine Ceiling hinmachen? Hey, das war gut so. Das gefällt mir sogar besser. Das Einzige, was jetzt das hier sieht, noch ein bisschen lost aus irgendwie. Da müssen wir mal gucken. So, und jetzt kann ich hier aber leider keine am Rand platzieren, oder was? Doch, kann ich auch. Das ist gut, Mann. Okay, fertig. Zumindest so. Gefällt mir das erstmal sehr, sehr gut. Hier müssen wir mal schauen, ob wir irgendwie nochmal ein Geländer hinkriegen, aber ansonsten ist das erstmal so. Ich finde, das sieht irgendwie schon ganz schön toll aus. Also was ich schön finde, ist, dass wir hier so schön am Felsen dran sind. Das hat was schön Natürliches. So stehe ich hier. Man bräuchte schräge Pillar. Also ja, das gibt's halt was. Das gibt's als Mod auf jeden Fall. Dann kann man quasi das so schräg anbinden mit dem Fels und so. Das gab's für Ark auf jeden Fall. So. Hübschi. Vorschauen eben. So, können wir uns gleich mal am helllichten Tag unsere entstehende Mainbase angucken. Ja, tagsüber sieht die schon mal ein bisschen detaillierter aus. Dann noch schön mit Fackeln und allem und schön höher gebaut. Schönes, schickes Dach, das war, glaube ich, ganz cool. Macht doch Ruby auf jeden Fall gut. Und dann verbinden wir das übelst episch mit Brücke und so mit hier oben, mit dem Plateau. Und dann baue ich meine Hütte entsprechend da auch noch ran irgendwie. Mal gucken, also hier oben. Dann. So, lass das mit dem Frosch jetzt hier schnell betäuben. Einfach hier rein. Ich hoffe, der kann jetzt nicht rausspringen. Okay, also Darts desinken. Wir haben 40% desink oder so. Okay, also wir machen es jetzt so. Ich checke jetzt eben hier noch ab wegen Spino. Und wenn ich keinen finde, machen wir mal Redwood und schauen uns um wegen Thüler. Ich denke, das ist ein guter Plan. Und soll ich jetzt gar nichts finden, ist es so. Irgendwas finden wir safe eigentlich. Dann würde ich mich aber um meine Base kümmern. Ich
halte mal kurz die Kamera so, ey. Okay, 150er Rex, wir haben ein Target. Der Rex ist so langsam, Alter. Eigentlich können wir den einfach so machen, oder? Brauch 15 Sekunden, bis die scharf ist. Wie viel Gates habe ich denn noch? Eins. Ich habe die ein bisschen blöd platziert, glaube ich. Können das so machen. Das könnte aber noch gehen. Naja. Noch ein Stück. Danke. Snappt halt so nervig. So, eventuell so. Könnte sein, dass ihr durchpasst. Nope, er ist zu dick. So, 5500 AP. 225 Milli Base ist, glaube ich, ziemlich geil. Pre-Tame. Könnte gut werden. Gut, dann lass mal einen Prime ranholen. Da vorne sind Archies gegenüber. Ich habe eine simple Pistole dabei. Eigentlich müsste ich ja mit der Pike am meisten rausbekommen, oder? Bam, 108 Schaden, Alter, das geht. Okay, wir haben jetzt 4 plus die hier. Dann hauen wir die erstmal rein und gucken. Nein, es wird nicht reichen. Oh, 7 reichen noch. Er hat jetzt einmal gegessen, 17%. Oh, der sieht ja geil aus. Der sieht ja geil aus. Den will ich eigentlich haben. Oh, der ist 140. Kann man die bodern? Ach! Okay, ich hätte nicht damit gedacht, dass ein 140er und ein 2 Darts sind, dann hätte ich den ja direkt probiert. Was essen die denn? Fleisch, oder? Ich habe den letzten Demo vor 5 Jahren getamed, wenn überhaupt. Ich will mich nicht wiederholen, ich kommentiere nicht, wie ich jetzt gerade finde, wie das aussieht, okay? Ich muss jetzt ein Foto machen. Ich habe gerade den hübschesten Demo auf der Welt getamed, also betäubt. Wäre. Hübsch. Und 140, aber übelst hübsch. Okay. Krass, wie das hier aussieht, ey. Der Himmel sieht ja komplett anders aus, irgendwie. So, da ist er. Na gut. Hier müssen wir uns nochmal bei Licht angucken, aber der war halt so lila-weiß irgendwie. Das sah ziemlich stylisch aus. So. Rex ist hier. Jo, ich habe schon Sattel reingetan. Cool. Der ist übrigens, glaube ich, grün von der Farbe. Oh, ey. Ich glaube schon. Das ist ja voll mein Ding. So, er hat noch 3 Primeat und das Spoil. Ja, ja, theoretisch reicht das Primeat wahrscheinlich. So, da ist er. Okay, jetzt bin ich gespannt.
Habt ihr hell? Ich hab das Gefühl, die Damage-Werte sind krass auf dem Surfer. Oder er ist einfach sick geworden. Der hat halt Base schon übelst viel. Auf jeden Fall Damage 475. Stun 1700, HP 8300. Also die Stats sind ziemlich krank. Nice. Achievement. Der ist halt wirklich übelst grün. Krass. Jo. Der würde, glaube ich, richtig gut gefallen, Kill. Okay. Geht gut. So, schnellster Weg nach Hause. Ach du, wir sind ja komplett auf der anderen Seite. Na gut. Die haben das Stampfen ausgetauscht. Das klingt jetzt mächtiger. Aber es ist cool, wie die Bäume jetzt umfallen, wenn man da. Also ja, die. Ja, ist geil. Es fühlt sich richtig gut an, ey. Krass. Das macht ja richtig Bock, Alter. Ich bin da. Ja, noch. Ja, wir kennen die Serie noch. Nicht die Mama. So, also das wird auf jeden Fall die Breeding-Mama. Erstmal. Das Ding ist, eigentlich spielt man ja Rexe komplett auf HP, ne? Und ein bisschen Damage vielleicht, keine Ahnung. Ey, aber das fühlt sich übelst geil an jetzt mit dem Rex. Weil die Bäume halt anders fallen und so. Und dann sind die Sounds ein bisschen ausgetauscht. Das fühlt sich halt viel mächtiger an und mit viel mehr Impact. Man sieht zwar gerade nichts, aber egal. Okay, Reda, schau mal Stream. Guck dir den mal an. Der sieht ja fast aus wie so ein Yoshi. Ja. Ein Punkt in Stamm. Okay, da geht halt richtig Damage, Alter. Es kann aber sein, dass auf dem Surfer Damage irgendwie, weiß nicht, dass ich das irgendwie anders eingestellt ist. Mir kommt das immer alles ein bisschen höher vor, als es sonst ist. Aber ich find's ganz geil. Weil ich ein bisschen Schiss hab, dass er aktuell noch auf den Sack bekommt. Warte mal, da hinten, der? Ist das ein Alpha-Kano? Oh ja, der ist 25. Ah, ich kann es halt überhaupt nicht einschätzen, wie strong der ist, ne? Jetzt bin ich gespannt, Leute. Okay, 40 Schaden pro Hit. Gerade so. Ey, bloß gut, dass ich den Rex noch schön gelevelt habe, sonst wären das close geworden, ey, ich sag's so. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, Leute. Okay, Razor-Plattform, geil. Battle-Tata. Unschön, geil. Nehme. Ich würde sagen, wir gucken mal noch beim Spino-Spot gleich vorbei, oder? Und schauen, ob da einer ist. Ah, oh, schaut mal hier. Geil. Ich habe eine Garage gefunden für meinen T-Rex. Cool aus, der Rex. Ja, ne? Es ist schön, dass du einen Hai hast, Bugs. Das war auch ein Abenteuer. Den habe ich gezähmt neben einem 95er Alpha-Hai. Also du musst hier jetzt links lang? Nee, ich will erstmal an den Strand. Und die Delfine haben auch neue Sounds, die sind auch cool. Ich dachte doch, was ist das denn? Delfin. Ah, nee, das wird schon ganz geil mit der Insel hier. Ich mag auch... wir haben ein Dach, muss ich mir gleich mal angucken. Das sieht richtig so ureinwohnermäßig aus. Oh, das ist geil. Okay, das war cool hier. Nee, ich bin heavy mit dem Spot. Guck, ich habe ein paar Nachbarn hier bekommen. Sind das alles mega? Nee, ja, zwei. Zwei mega, also zwei einfach auf jeden Fall. Endlich.
Hat jemand den schon gelootet, den Hai? Da sind gute Sachen drin. Und wir brauchen die Zähne. Zwei Stück. Oh, endlich können wir die Brontos töten. Tötet wegen Ruhestörung. Ey, Ruby, hübsch. Gefällt mir. Mach's du mir. Ich komm's hinterher. Du bist zu langsam, das Bild, Alter. Ich bin entschlossen auf Ruby. Man kann das aber nicht passiv tanken. Oh, es hat Angst, es rennt in die Base. Ich weiß nicht, weil er es angehauen hat. Jetzt muss er sich erstmal irgendwie entruhigen. Es ist verwirrt. Da! Das ist hinter der Tür. Hey, sorry. Ey, wie geil ist das bitte, die Flakrüstung? Du klingst wie ein Ritter. Hört mal auf den Sound, wenn Ruby läuft. Lauf mal. Hört ihr das? Das klingt so blechern, das ist neu. Voll geil. Ja, den wie groß Papa. Bist du eigentlich? Ich hab den Papa auch gefunden. Guck mal, der ist hinter der Wand. Ah, der guckt rein. Sieht aus wie so, so eine Trophäe. Ja. Wobei, es könnte auch cool werden tatsächlich, weil es passt halt genau hin, ne? Ich habe vor, die Base so zu bauen, dass hier quasi ein großer Hof entsteht, wo dieser Baum in der Mitte ist. Theoretisch könnten wir den Baum sogar dann irgendwie cool einbauen, vielleicht mit so einem Kreis oder so. Theoretisch soll das Haus vielleicht von hier, wie es jetzt hier steht, bis hier hingehen. Ne? Und ab hier ungefähr wäre ich dafür, eine Mauer zu bauen, die hier so lang geht, dann hier lang geht. Also wirklich nur eine Mauer. Dann schön auch mit einem Gate und so. Und dann hier so lang geht. Und dann hier irgendwie ransnappt. Das würde ich halt gerne umsetzen. Dann eine Treppe runter oder so. Das könnte vielleicht sogar passen, Leute. So. Also von hier ist cool. Guck mal einer an. Seht ihr das da hinten? Das ist geil. Moment, das muss ich mir anschauen. Das sieht von hier schon fern aus. Let's go, Hübschi. Wir gehen auf Erkundungstour. Wir schauen uns eben das Wasserdino-Gehege an. Das ist halt das Geile an Bugs. Bugs ist riesengroßer Fan von Wasserdinos. Und entsprechend wird sich auch drum gekümmert. Es gibt gerade so leichte Atlas-Vibes, wo wir da diese Mauer gebaut haben. Das sieht schon ganz geil aus. Wobei ich ein großer Fan davon wäre, wenn man hier so drüber rumlaufen kann. Also quasi, ne, mit Ceiling und dann mit Railing und so. Aber das macht Bugs bestimmt noch. Aber das sieht fett aus. Großer Fan. Der neue Sound, bin ich auch großer Fan. Wisst ihr, was wir für eine Kraft braucht, diese Türen? Das ist ja voll die Schleuse so, damit die das Wasser verdrängt, schon heftig. Geil, ey. Ey, da krieg ich auch übelst Bock, Wasserdinos zu tamen, Leute. Ich muss sagen, das kriegt hier so richtig so einen Ureinwohner-Touch, oder? Also wenn wir dann auch noch unser Ding fertig bauen und so. So ein bisschen auch, oder Fluch der Karibik, ich habe keine Ahnung. Der One hittet sowieso schon alles, ey. Was man. Ich hol den Rex, man, das gibt mir so auf den Kranz hier. Sekunde.
Nun. Queenie muss jetzt aber erstmal in die Strafecke, weil Queenie hat den Baum einfach weggemacht. Das Problem ist, ich habe noch keine Ecke. Eventuell, das hier könnte mal als Strafecke werden. So. Was hast du jetzt davon? So Leute, wir bauen jetzt das Haus aus. Oh, krass. Geheimtür. Ja, ich mache mal hier eine Tür hin. Hier machen wir Fenster. Ja. Ja, ich mache erstmal doppelt, kein Plan. An sich wäre sowieso geil, hier ein Gate zu haben, was reingeht, wenn ich so drüber nachdenke. Damit ich hier mit dem Dino reinkomme, mit dem Kleinen. Ich glaube, ich mache hier Gate. Ist Gate 2 oder 3? Es kann sogar 3 sein. Ne? Guck mal gleich. Guck mal, Holz, hier war so ein schöner Baum. Den hast nicht mal du weggemacht. Guck mal, Leute. Ah, nicht so nah mit dem Biber ran. Da ist er. Ah, guck mal, das der hat. Schade, dass das Braun nicht schwarz ist. Aber das Grün ist ja richtig geil. Ich glaube, mit dem will ich ja mal breeden. Ist das eine Mutation oder ist das normal? And the hell stars. Ja, es ist eine Mutation. Okay. Wie hoch ist die Chance? Ist jetzt 50%, oder? Dass wir die auch bekommen, die Mutation? Ei, ei, ei. Imker kaufen. Zu heiß. Ja, tschüss wieder, ich sag's euch. So, die Conditioner, die sind unten irgendwo. Irgendwo hatte ich schon welche gesehen. Ja. Oh! Air Force 3! Air Force 3 hat auch grüne Flügel. Male oder Female? Male. Ah, ist wieder Male, ne? Mist. Achso, noch 2 Points. Ja, geil. Dann hier so einen schönen Holzpiller hoch, wisst ihr? Oh, geil. Ja, dann müssen hier aber auch noch Pillar runter. Oh, hier auch noch eine Schräge, geht das? Okay, ich glaube, die Bude wird fett. Das sieht sogar von außen gut aus, glaube ich. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht wird da sogar ein bisschen fern. Oder dann, oder hier Stein machen. Das hier, das kann sein. Aber das sieht geil aus. Ey, ich sag ja, Asa ist voll der PvE-Traum. Ey, und das ist so eine Mods, Mann. Ey, wie krass wird das dann, wenn Echo loslegt und krasse Echo-Strukturen baut und macht. Das wird ja super heftig. Und das Geile ist, wenn dann das nächste DLC raus ist, ist die Chance ja nicht mal so schlecht, dass da was kommt. Hallo. Oh, er hat keine grünen Flügel. Enttäuschung. Das wird geil, Leute. Freue ich mich echt. Dolle drauf. So, ich baue jetzt einfach mal hier Dach hin und wir schauen mal, wie es aussieht. Okay, ich glaube aber, dass es blöd wird. Nee. Richtig. Ey, das wird aber trotzdem, das ist aber cool, wenn das da so ein bisschen drüber geht. Ich mag das. Ich glaube, das wird jetzt krass, wenn wir das so umsetzen hier, Leute. Wie ging es? Das ist das erste Mal geschlossen. Ne? Aber so. Okay, das wird krass. So.
Hier machen wir noch einen Balkon hin. Also hier machen wir zu, aber hier geht eine Tür zum Balkon. Dann hier geiler Dachstuhl. Und hier machen wir dann so Pillar runter. Habe ich welche dabei gerade? Können wir die Stein... Könnte halt auch über Steinpillar. Zumindest hier so nachdenken. Erstmal Steinpillar und dann Holz. Vielleicht. Und hier würde ich auch Steinpillar dann machen. So, wo das Holz dann anfängt. Dann hier kommen dann eher Fenster hin, wisst ihr? Ja, das wäre gut, das wäre gut. Wir können doch überlegen, hier in die Ecke noch. Ich glaube, ich finde es gut. Ja, es ist halt mehr Struktur, das ist halt geil, Alter. Hab ich noch welche? Eine. Jetzt würde ich wahrscheinlich hier so weitermachen. Und so irgendwie. Da oben wollte ich nicht, aber könnte auch gut aussehen. Bloß gut, dass ich immer einen Fallschirm dabei habe. Ja. Sehr schön. Cool. Super. Ja gut, das war's schon. Gut, dass ich so viel Dreiecke gemacht habe. Die hier sind falsch rum, ne? Und hier muss ich sagen, dass die ganz geil aus, wenn die falsch rum sind. Mag das irgendwie. Hm, ja, man sieht nicht viel. Also, wir platzieren erstmal den Jenny. Ich mache ihn erstmal hier hin. Ich darf den auch wieder aufheben. Dann Gasoline rein. Jetzt ist hier aber noch ein Symbol. Das steht aber nur für Türen auf, wahrscheinlich. Also, ist wahrscheinlich, müssen wir. Funktioniert der Kühlschrank jetzt schon? Kann ich mir die Range anzeigen lassen? Show Range. Okay. Okay. So, dann machen wir den Kühlschrank. Meine Küche kommt... Ich glaube, hier, denn hier ist schön für Küche. So. Okay. 6 Minuten 50 Sekunden. 11 Stunden 20 Minuten. Super. Funktioniert. So, dann können wir nämlich so machen. Ach cool. So. Hier gibt es ja kein richtiges oben. Also doch, ich kann so machen. Ah, ich hab's. Ich muss... Jetzt. Nice. Okay. Yeah. Sehr cool. Wild. Und das sieht halt irgendwie auch ganz schön geil aus, oder? Also ich find's cool. Zumindest von innen. Ich weiß nicht, wie es von außen aussieht. Gucken wir gleich. So, jetzt schauen wir mal hier. Ja, genau. So irgendwie. Ich glaube, besser geht's halt nicht. Das ist halt diese doofe Ecke hier, ne? Oder wir sagen, dass wir hier irgendwie auch mit Dreieck machen. Also so. Und dann müssen wir das aber hier eigentlich auch irgendwie machen, keine Ahnung. Müssen wir sie probieren. So. So. Und jetzt so einfach. Oh, warte jetzt ab, wenn ich das mit Pillern ausgleiche, verkleide. Also wenn ich hier noch Steinpiller hinmache und so. Das wird richtig fett. So, ich zieh erstmal so durch. Dreiecke sind toll. Dreiecke sind super. Dann noch einen Zaun, damit man nicht runterfällt. Dann kann ich dann immer Greta einladen und Bugs und Ruby und dann grillen wir hier. Lecker Dino-Schenkel. Auch
innen sieht das gut aus. Ich finde das geil, wenn da so eine extra Struktur ist. Muss man halt nur überlegen, ich würde es halt nicht überall machen, aber hier auch wäre zum Beispiel gut. Also ich lege mich fest, das wird die schönste Hütte, die ich je gebaut habe. Wenn man jetzt mal irgendwie von Burgen oder so absieht, die wir vielleicht mit A-Fragezeichen gebaut haben, aber da war ja auch mit Mods. Wie gesagt, meine Hoffnung ist sehr groß, dass Eco-Mods und andere Leute eskalieren. So dass man dann später wieder schön auch Burgen bauen kann und so. Also kann man wahrscheinlich auch hier mit ein bisschen, aber halt so richtig krasse Burgstrukturen und so. So, Eingang hätte ich eigentlich auch gerne überall Steinpiller. Sieht gut aus, dann müssen wir hier nochmal machen. Dann in der Ecke auch noch. Hier haben wir schon. Hier auch noch. Das kriegt dann wirklich so einen leichten Burg-Touch, ne? So ein bisschen. Hier haben wir schon. Gut möglich, dass ich hier eine Doppeltreppe mache, dann mal schauen. So. Auch hier weiß ich nicht, wir könnten versuchen, mit Dreiecken hier vorne was hinzuzaubern. Noch zusätzlich, das würde bestimmt gut aussehen. Und genauso hier dann irgendwie. Also wenn ich daraus eine YouTube-Folge mache, könnte sein, dass der Titel irgendwas mit Baseball zu tun hat. Eventuell. Nee, ich finde das cool, Leute, glaube ich. So. Sehr schön. Hier müssen wir auch noch irgendwie einen Pillar machen. Das ist sogar hier, ist eigentlich ein Steinpiller-Spot, ne? Ja, finde ich gut. Ich vielleicht. So. Also die rechte Seite gefällt mir schon mal ganz gut. Das sieht irgendwie voll aus wie so ein abgefahrenes Dschungelhaus oder so. So, aber das Beste kommt jetzt. Passt auf. So. Wir werden angegriffen. Yeah. Überraschung. So. Also die Base sieht jetzt so hier aus, zumindest jetzt bei dem Licht aktuell von der Seite. Das ist jetzt erstmal noch so mein Highlight. Jetzt halt immer noch Baustelle. Als nächstes machen wir innen erstmal alles fertig. So, von innen sieht die Hülle jetzt so aus. Okay, also wenn wir überall dann Fackeln haben und Stuff und so, ich glaube, das wird geil. Freue ich mich drauf. Ich lege mich hiermit fest, das ist also zumindest so hier, das ist das Schönste, was ich je gebaut habe in Ark. Aber es ist auch einfach mehr möglich. Dadurch, dass jetzt irgendwie mehr kleinere Strukturen da sind, dadurch, dass man den Stuff umdrehen kann und so. Ich bin sehr gespannt auf die ersten Mods. Eco-Mods, Baumods und so. Können sehr interessant werden. So Leute, ich bin super gespannt, was ihr bisher zur Base sagt. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, was man irgendwie besser machen kann oder keine Ahnung, könnt ihr einfach mal reinschreiben. Denkt bitte an den Daumen, denkt an Feedback, da ist sehr, sehr viel Zeit in das Video geflossen.
Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Macht's gut, ne? Tschüssi. Also der Elektrikstab aus dem Beacon, der hat funktioniert.